Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir wollten noch mit den Leuten von der Constellation reden. Wir haben da ja ein paar Aktivitäten in der letzten Folge bekommen, die irgendwie, dass ich mit Barrett einmal reden soll, mit Andrea, mit Sarah Morgan, mit jedem einmal. Und die sind aber bei uns. Sergeant Yumi hat nach dir gesucht. Und mit Sergeant Yumi müssen wir auch mal reden. Ich glaube, das machen wir diese Folge. Wir reden diese Folge mal mit Sergeant Yumi. Mal gucken, was der wieder für Aufgaben für uns hat. Und ja, da bin ich jetzt eigentlich neugierig. Vor allem in der letzten Folge kamen irgendwelche komischen Raum oder ein komisches Raumschiff zu uns, das weit über unserem Level ist. Und frage ich mich auch, wer sind denn die? Also ihr bestimmt auch oder ihr kennt die wahrscheinlich schon von anderen Let's Plays, kann auch sein. Oder schon selber durchgespielt, wäre auch möglich. Aber trotzdem, ich bin jetzt neugierig, was das damit auf sich hat. Ich mache mal mein Mikro ein bisschen lauter. So. Und die müssten eigentlich jetzt bei mir im Schiff sein, die Jungs und Mädels. Okay, da haben wir kurz Schmerzen bekommen. Also ich gehe davon aus, dass die da sind bei uns im Schiff. Na, wir müssen unser Schiff so oder so noch einmal umbauen, definitiv. Ich steige aber mal direkt so ein und suche die mal. Also ich gehe nicht davon aus, dass die in der Loge jetzt drin sind. Unsere Leutchens. Ah, warte. Doch, hier wird es markiert. Die erste Person ist da vorne. Okay, stehen die alle in einer Schlange. Das ist schön. Okay, dann fangen wir mit Sam an. Die Sache mit den Terrormorphs? Ernsthaft, Hut ab. Als ich ein Kind war, hatten alle Angst vor Terrormorphs. Dass sie jederzeit und überall zuschlagen konnten. Das Gemetzel, die Zerstörung. Was du hier getan hast, könnte unzählige Leben retten. Terrormorphs waren auch für mich die Monster unterm Bett, als ich klein war. Ich habe nur getan, was ich tun musste. Sie waren eine der größten Bedrohungen für die Menschheit. Nee, ich mach hey, das. Ich bin's. Vor seinen Freunden darf man doch wohl ein bisschen angeben, oder? Ich weiß, es ist kontrovers, die Mikroben zu nutzen, um die Terrormorphs zu töten. Aber in meinen Augen war das ganz klar die richtige Entscheidung. Bei den verdammten Terrormorphs darf man einfach kein Risiko eingehen. Ich habe die Mikroben gewählt, weil sicher war, dass das funktioniert, garantiert. Ich hoffe nur, dass es keine unvorhergesehenen Folgen hat. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Nee, ich mach Wenn das. Doch, dann kümmern wir uns gemeinsam darum. Die United Colonies. Ach, jeder Mensch überall steht in deiner Schuld. Auch wenn sie es nicht wissen. Ich würde gern mit dir reden, wenn du mal Zeit hast. Ach so, ich dachte, das war's jetzt. Okay. Aber jetzt ist Sarah dran, also die Nächste. Du musst dich wieder hinten anstellen, ja? Bitte wieder hinten anstellen. Hinten wieder anstellen, bitte. Dann nicht. Sarah ist dran. Nachdem wir jetzt kurz Zeit haben, wie geht es dir? Nach deinem Erlebnis im Tempel hast du alle in der Loge ziemlich erschreckt. Ich fühle mich genau wie vorher, bevor ich den Tempel entdeckt habe. Ich fühle mich so mächtig, als würde ich Energie durch meine Adern strömen. Ich fühle mich verwirrt, als würde ich nicht verstehen, was mit mir geschieht. Warum es interessiert es dich plötzlich so, wie ich mich fühle? Ich sag mal das. Das überrascht mich, ehrlich gesagt. Nach allem, was ich gehört habe, hat dein Körper eine fast nicht zu quantifizierende Menge einer uns völlig unbekannten Energie absorbiert.
Wir haben es mit etwas zu tun, was der Wissenschaft völlig unbekannt ist. Wer weiß, wie sich das Erlebnis auf dich ausgewirkt hat. Nicht, dass du dir sorgst, aber ich schwöre dir, ich fühle mich bestens. Ehrlich gesagt, habe ich eine Heidenangst. Bring mich zu deinem Anführer. Alter, die Sprüche, ich finde die geil. Ist die Energie gefährlich? Das interessiert mich. Ich weiß nicht genau, was das für eine Energie war, aber ich bin mir fast sicher, dass sie dir nicht schaden will. Ich habe keine wissenschaftlichen Daten, die das stützen. Du musst einfach meiner Intuition vertrauen. Dir passiert nichts. Nett, dass du dich Sorgen machst. Okay. Gut. Freut mich, das zu hören. Der Tempel beweist, wir haben es mit Wesen unbekannter Herkunft zu tun. Leider haben wir nicht den Hauch einer Ahnung, welche Absichten sie hegen und wohin sie verschwunden sind. Ich glaube nicht, dass bösartige Wesen mir diese neue Fähigkeit geschenkt hätten. Hätten diese Wesen mich schaden wollen, wäre ich längst tot. Jetzt machst du mir langsam Sorgen. Du glaubst, er wurde von Aliens gebaut? Ich ziehe die Möglichkeit in Erwägung, bin aber nicht vollends überzeugt. Wir wissen nur eines mit Gewissheit. Die Technologie deutet auf Wesen hin, die außerhalb der besiedelten Systeme leben. Okay, jetzt machst du mir langsam Sorgen. Tut mir leid. Mein Wissensdurst übertönt mal wieder meine Manieren. Genau das ist es ja. Ich fürchte, wir befinden uns fast völlig im Blindflug. Wir wissen im Moment nur eines mit Gewissheit. Wer auch immer die Artefakte erschaffen hat, hat auch den Tempel errichtet. Alles andere ist Spekulation. Da können wir auch Theorien an die Wand schreiben und mit verbundenen Augen Pfeile darauf werfen. Die Constellation hatte noch nie von diesen Tempeln gehört? Nach allem, was die Constellation weiß, hat vor dir noch nie ein Mensch so einen Tempel zu Gesicht bekommen. Ob das nun ein Glücksfall ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Ich hätte gedacht, dass du das aufregend findest. Och, ich bin wie berauscht. Das kannst du mir glauben. Überleg doch mal, welche Bedeutung diese Forschungen haben. Allein welche Fragen sie aufwerfen. Für wen wurde dieses wundersame Bauwerk errichtet? Wann haben diese Wesen in unserem Universum gelebt? Sind sie da draußen noch irgendwo? Vielleicht waren diese Tempel von Anfang an für die Menschheit bestimmt. Die Artefakte der Tempel, diese Kraft, das ist alles ein einziges Mysterium. Klingt, als wäre das einer der Gründe, warum die Constellation existiert. Ich würde das mit Mysterium eher nehmen. Ich glaube nicht, dass das für die Menschheit bestimmt war, aber so wie wir die Menschen kennen, die beanspruchen mal alles für sich. Ein Mysterium, das ich... Nein, hoffentlich wir beide unbedingt ergründen wollen. Ha, lustig. Früher dachte ich, die Artefakte wären das Nonplusultra der wissenschaftlichen Entdeckung. Das große Geheimnis unserer Zeit. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht gedacht, dass sie zu etwas so Gewaltigem führen. Ich hoffe nur, dass du das, was es auch ist, unbeschadet überstehst. Ich könnte mir keinen besseren Partner für diese merkwürdige Reise wünschen. Und ich dachte, ich wäre das neue Versuchskaninchen der Constellation flirten. Und ich dachte, ich wäre der Gegenstand deiner kühnsten Träume. Oh, komm, wir flirten mal mit dir. Natürlich bist du das. Ich meinte nur, die Kraft, die du erlangt hast. Alles rein wissenschaftlich, versteht sich. Ihr hat das wenigstens weißt gefallen. Weißt du, ich habe dich immer genug aufgehalten. Ich kann nur versprechen, dass ich dich das nicht allein durchstehen lasse. Was auch geschieht, ich begleite dich und bin immer an deiner Seite. Versprochen. Es gibt da etwas, worüber ich reden möchte. Noch was? Jetzt ist aber Barrett dran. Du darfst dich auch hinten anstellen. Also, du musst mir noch von dem Tempel erzählen. Was hast du gesehen? Was ist passiert? Ich finde das immer noch super, dass die hier in einer Schlange stehen. Es war vollkommen, ein neuartiges Erlebnis, so seltsam. Da waren Ruinen, keine Ahnung, bin kein Archäologe. Es war eine religiöse Erfahrung. Es war also tatsächlich ein Tempel. Hast du so etwas noch nie zuvor gesehen, Barrett? Großer Entdecker? Ich habe viel gesehen, aber ich bin allein. Es gibt im All mehr Welten, als ich jemals besuchen könnte. Und dann? Es heißt, du hast etwas gemacht und dich dann verändert.
Ich bin immer noch ich, aber jetzt nehme ich das Universum anders wahr. Ich habe jetzt unglaubliche Kräfte. Die Einzelheiten sind nicht so wichtig. Ich habe da drin besondere Kräfte erhalten. Punkt. Ich bin immer noch ich, nur ein bisschen anders. Mit anders meinst du, du hast magische Superkräfte? Klar, ja, anders ja, ich bin ist streng genommen als Beschreibung möglich, aber es wäre nicht meine Wahl. Eine unbekannte Technologie hat deine Biologie auf eine Weise verändert, die dir... was? Superkräfte verleiht? Nee, ich bin aufstrebender Gott. Also spielt die Bezeichnung wirklich eine Rolle? Neidisch? Werde ich an deiner Stelle auch. Ich nenne es meine Kraft, aber vielleicht ist das eher eine Erkrankung? Keine Ahnung. Komm, wir sind mal bescheiden. Interessant. Vielleicht sollten wir dich untersuchen lassen. Zur Sicherheit. Und sezieren? Egal. Danke, dass du mir vom Tempel und deiner Kraft erzählt hast. Vielleicht finden wir noch mehr Spuren von den Erbauern. Das eröffnet eine ganze Welt von Fragen. Wie aufregend. Okay. Dann Andrea wieder dran. Wir konnten noch gar nicht über die Erlebnisse bei dieser Stätte sprechen. Bei diesem Tempel? Wie soll ich es nennen? In all meiner Zeit zwischen den Sternen habe ich noch nie von etwas derartigem gehört. Was war das? Was glaubst du? Bei der ganzen Sache war mir von Beginn an mulmig. Es sah nach keiner Kultur aus, von der ich je gehört habe. Falls du noch Antworten suchst, bist du bei mir falsch. Es war wunderschön. Ich hätte mir einen solchen Ort nicht erträumen können. Nee, ich habe von Dito. Der Kultur noch gehört. Und das geht vermutlich jedem so, der je gelebt hat. Oder geht das zu weit? Gewiss, es ist noch zu früh für Spekulationen, wer ihn errichtet hat. Aber wie können wir nicht spekulieren? Was sagt dir dein Gespür? Er kann unmöglich von Menschenhand erschaffen worden sein. Ich setze meine Credits auf magische Zauberfee. Wie ist ein Sarkasmus? Ich finde das irgendwie super. Ich hatte keine Vision und habe keine Stimmen gehört, falls das deine Frage war. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, dem wir einfach noch nie begegnet sind. Wir sollten nicht wild spekulieren. Setzen wir unsere Suche fort, dann bekommen wir Gewissheit. Ich würde das vorschlagen. Du klingst wie Sarah. Kein Wunder, dass sie dich aufgenommen hat. Du hast natürlich recht. Irgendwann erfahren wir es. Es tut mir leid. Nach allem, was du durchgemacht hast, sollte ich mich nach dir erkundigen. Geht es dir gut? Spürst du Nebenwirkungen? Nein, mir geht es prima. Ging mir nie besser. Ich hatte bisher noch gar nicht darüber nachgedacht, aber jetzt hast du mir Angst gemacht. Abgesehen von meiner fantastischen neuen Kraft, nö, sonst ist alles gut. Glaubst du, es gibt Nebenwirkungen? Niemand kann wissen, was passieren wird. So ist das bei noch nie dagewesenen Dingen. Also... ich hatte bisher noch nicht drüber nachgedacht. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte lediglich andeuten, dass mir dein Wohlergehen am Herzen liegt. Bitte mach dir keine Sorgen. Es wird sicher alles... naja, gut. Die Artefakte, der Tempel, deine neue Fähigkeit. Offenkundig hängen sie alle zusammen. Diese Sache ist viel größer, als wir geahnt haben. Für so etwas wurde die Constellation gegründet. Ich freue mich, dass ich daran teilhabe. Wenn das vorbei ist, sind wir stinkreich. Wir haben es nur so weit geschafft, weil wir zusammengearbeitet haben. Das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und wenn wir weiterhin zusammenarbeiten, finden wir vielleicht Erklärungen. Wir müssen nun erst recht weitermachen und versuchen, diese Mysterien zu ergründen. So, okay. Du bist wieder dran, Sam. Wo fange ich an? Der Tempel? Was zur Hölle war das? Ich bin schon unzählige Male vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen geflogen. Aber so etwas habe ich noch nie, wirklich noch nie gesehen. Wer hat ihn gebaut? Warum? So viele Fragen. Ich bin immer noch geschockt, was wir entdeckt haben. Es ist unser Job, das Ganze zu verstehen. Ich gebe gerne zu, dass ich Angst habe vor dem Erlebnis und davor, was es bedeutet. Glaubst du, der Tempel ist der Beweis, dass es Aliens gibt? Das Vielleicht. Ist eine gute Frage. Wir suchen seit Jahrhunderten nach einem definitiven Beleg, dass wir nicht alleine im All sind. Die UC, das Freestar Collective oder Haus Varun können dieses Ding nicht gebaut haben. Den Tempel. Oder ist es der Partytempel von einem irren Fantastilliardär? Die Ultrareichen machen verrücktes Zeug.
Ich bezweifle es aber. Ich gebe gerne zu, dass ich Angst habe vor dem Alien. Es ist unser Job, das Ganze zu verstehen. Ja, kein Druck. Und was du kannst? Ich bin kein Wissenschaftler, wirklich nicht. Aber diese Fähigkeit, Kraft, ist wissenschaftlich einfach unmöglich. Unmöglich oder nicht? Ich kann es. Es ist bestimmt nur eine forscherische Technologie, die wir nicht kennen. Es fühlt sich fast magisch. Ich würde sagen, vielleicht ist das doch, hat eine Technologie zu tun. Aber wer ist zu so etwas in der Lage? Vergiss mal mich, wie geht es dir? Was du erlebt hast, könnte schwere physiologische Folgen haben. Hoffentlich keine mentalen. Und selbst wenn da alles perfekt ist, ich kann mir nicht vorstellen, was dir durch den Kopf geht. Wenn ich ehrlich bin, ich will mehr. Ich will mich darauf konzentrieren, wie es weitergeht, nicht darauf, wie ich mich fühle. Ich bin so durcheinander, ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich eigentlich gut, vielleicht zu gut. Ich habe plötzlich so ein Verlangen nach menschlichem Gehirn. Lecker Hirn, kleiner Witz. Mach ich mal das. Du, alles wie immer. Die anderen Constellation-Mitglieder werden ausflippen, wenn sie davon erfahren. Falls sie uns denn überhaupt glauben. Okay. Sarah wollte auch nochmal was. Entschuldige, dass ich dich entführe. Ich wollte dir nur kurz gratulieren. Diese Schritte zur Auslöschung der Terrormorphs sind essentiell für die Sicherheit sämtlicher Lebewesen in den besiedelten Systemen. Du kannst stolz sein. Wir mussten irgendwas unternehmen. Diese Kreaturen waren gefährlich. Ich bin sehr froh, dass das geklärt ist. Ich finde, du übertreibst ein wenig. Danke, aber ich würde lieber wann anders darüber reden. Nein. Komm. Wirklich? Wenn Nein? überhaupt, Hat dir nicht dann gefallen? Untertreibe ich noch. Ich hoffe, dir ist klar, welch gewaltigen Einfluss du hattest. Zum Glück haben die United Colonies zugestimmt, ihre genetisch optimierten Mikroben einzusetzen, um die Terrormorphs auszulöschen. Ihr Entschluss basierte offenbar auf deiner Empfehlung. Das war eine kluge Entscheidung von dir, basierend auf wissenschaftlichen Fakten. Ich hatte Sorgen, dass du gegen diese Entscheidung sein könntest. Dagegen? Das auf jeden Fall. Ganz und gar nicht. Ich folge der Wissenschaft. Wenn Chefingenieurin Kulkani glaubt, dass die Mikroben effektiv sind, müssen wir ihrer Erfahrung vertrauen. Ja, stimmt. Ich bin froh, dass ich richtig entschieden habe. Ist angekommen, aber ich bin trotzdem nicht vollends überzeugt. Ich weiß nicht, ob es klug ist, eine... Entschuldigung. Ob es klug ist, eine unerprobte Mikrobe in unserem Ökosystem freisetzen. Es ist zwecklos, noch über die Vergangenheit zu grübeln. Oh Mann. Du musst mit der Entscheidung leben. Falls es dir hilft, die Lazarus-Pflanze wurde zwar nur weggesperrt, aber deine Entscheidung hat die besiedelten Systeme deutlich sicherer gemacht. Es hilft mir immer sehr, wenn du deine Entscheidung gutheißt, Sarah. Meine Entscheidung gutheißt. Das hilft mir wirklich, danke. Ich vertraue dir, ich fühlte nur einfach, dass wir dieses Virus nicht verstehen. Du heißt also meine Entscheidung nicht gut, die Lazarus-Pflanze wegzusperren? Komm, ich bin mal so. Sehr gerne. Ihr hat das gefallen, okay. Nun, ich habe genug von deiner Zeit in Anspruch genommen. Zurück ans Werk. Ich würde sie aber gerne wieder als... Nur wenn du Zeit hast. Nochmal? Was willst du denn jetzt? Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich wollte über das Artefakt sprechen, das du auf Vectera gefunden hast. Als du es aus dem Stein gezogen und das erste Mal in der Hand hattest, was war das für ein Gefühl? Ich hatte Visionen, habe Geräusche und Musik gehört. Es ist schwer zu beschreiben. Ich habe gerade Wichtiges zu tun, merkwürdige Frage, so ganz aus dem Nichts. Ah, ich bin mal ehrlich zu ihr. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Von den Visionen weiß ich, dem Licht und der Musik. Wie hast du dich gefühlt? Im Inneren. Was hast du gedacht? Ich habe mir gefühlt, als wäre mein Verstand und mein Körper nicht synchronisiert. Mächtiger, als würde pure Energie durch meine Adern spüren. Als würde ich augenblicklich durch die gesamte Galaxie gezerrt werden. Das würde ich sogar tatsächlich nehmen. Es war so überwältigend, dass ich mich an nichts erinnere. Was soll die psychiatrische Sitzung, Doc? Na, ich würde das ja eigentlich sagen. Ach du meine Güte, das war gewiss furchterregend. Weil das so genau aussah. Es erstaunt aussah. Mich immer wieder, wie die Wissenschaft im Zusammenhang mit den Artefakten, nun ja, versagt. Das ist noch untertrieben. Es gibt sicher eine vollkommen rationale Erklärung für die Artefakte.
Warum hast du das nicht in der Loge angesprochen? Es gibt sicher eine Falls dem so ist, verstecken die Artefakte sie wirklich extrem gut. Die Artefakte sind so anders, so fremdartig. Und ich glaube, eines davon hat mit dir gesprochen. Es ist ein Mysterium. Eines hat mit mir gesprochen? Irgendwo da draußen gibt es eine Antwort, eine Lösung. Selbst wenn wir antworten könnten, was würden wir denn sagen? Was meinst du damit, dass es mit mir gesprochen hat? Nun ja, sowohl du als auch Barrett haben Musik gehört. Ich schließe daraus, dass das Artefakt Kontakt aufnehmen wollte. Eine musikalische Komposition besteht vielleicht nicht aus Wörtern und Sätzen, aber verdammt, das ist eindeutig eine Art Sprache. Selbst wenn wir antworten könnten, was würden wir denn sagen? Das ist eine hervorragende Frage. Ich sammle seit Jahren Daten zu den Artefakten. Man sollte meinen, ich hätte die perfekte Antwort darauf. Aber ich habe keinen Schimmer. Diese ganze Sache muss unglaublich frustrierend sein. Das ist wirklich mal eine einzigartige Besessenheit. Vielleicht unterstützen deine Kollegen dich nicht genug. Was für Daten hast du gesammelt? Ist das das einzige Projekt, an dem du für die Constellation arbeitest? Was für Daten hast du uns gesammelt? Sehr wenige, leider. Ich habe nur ein paar Augenzeugenberichte, unzählige ergebnislose metallurgische Tests und wilde Theorien vorzuweisen. Ja, muss unglaublich frustrierend sein. Nein. Verwirrend. Ja. So ein Mysterium zu ergründen, das ist der Traum eines jeden Entdeckers. Dann gehen wir diesem Mysterium gemeinsam auf den Grund. Vergiss den Traum, denk an den Ruhm. Ich bin immer noch nicht überzeugt, ob es wirklich ein Mysterium zu ergründen gibt. Na komm, machen wir das. Ich wusste, du bist die richtige Wahl. Danke, dass du dir Zeit für ein Gespräch genommen hast und unvoreingenommen bleibst. Und ich wollte noch sagen, nun ja, ich freue mich, dass wir das gemeinsam erleben. Das war seit langem meine beste Entscheidung. Okay, hast du noch was? Irgendjemand? Okay, weitermachen. Gut, dann haben wir hier alle mal erledigt, glaube ich, oder? Ich guck noch mal in den Quest. Haben wir jetzt von denen alle mal angequatscht, oder? Sprich mit Hamza. Tevin Anastas. Bring einen Terrible Cappuccino. Suche Wladimirs Haus. Sprich mit Frank Rennick. Ich habe keine Ahnung, wer die meisten hier sind. Sarah und Yumi müssen auf jeden Fall noch quatschen. Ich bin aber... Komm, wir nehmen Sarah als Begleitung wieder mit. Sarah. Hm? Können wir aufbrechen? Bin mehr als bereit. Los geht's. Ich weiß nicht, also... Sarah hätte jetzt... Ich habe so das Gefühl, die sind alle noch nicht fertig. Die wollen alle noch irgendwie wegen irgendwas quatschen. Schön unterwegs zu sein. In der Loge wird's manchmal... Ne? Er hat nix? Barrett? Ja? Hat auch nix. Aha. Andrea? Ah, hallo. Okay. Okay, dann stehen die noch weiter in Schlange für was weiß ich. Aber dann gehen wir jetzt wieder zur Konstellation. Kann hier jemand mal aufräumen? Hallo? So, essen wir im Sagebrook oder snacken wir nur kurz was bei Terra Brew? Ne, wir gehen zur Loge. Also. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Bedürfnis, dass wir uns Sarah klären werden. Also, keine Ahnung. Das ist ja auch typisch bei Bethesda-Rollenspielen, dass man sich da... Bitte weitergehen. Ja, dass man sich da okay. Eine Beziehung aneignen kann, sage ich jetzt mal. Und Sarah gefällt mir irgendwie am meisten bisher von den Begleitern, die man haben kann.
So. Auf zur Loge. Jetzt bin ich aber wirklich neugierig, wie es weitergeht damit. Und ich würde wirklich gleich vielleicht auf... Okay, was heißt gleich? Also vielleicht in der nächsten Folge mit dem Schiffausbau wieder losgehen. Ich glaube, ich habe das schon jetzt ein paar Mal gesagt gehabt. Aber wir bauen auch viel zu oft, glaube ich, am Schiff rum. So. Hi, wie geht's? Soweit ganz gut, danke. Nice, dass ich so einfach auf dem Baum rumlaufen kann. So, mit denen da drin muss ich jetzt nicht quatschen, oder? Ich kann gerade nicht rein. Komme ich anders irgendwie rein? Von hier oben? Ich komme durch den Haupteingang gerade nicht rein. Warum auch immer. Perfekter Ort, um sich zu erholen und auf die nächste Mission vorzubereiten. Okay. So. Kann ich mit denen allen nochmal hier quatschen? Captain, Sie sind zurückgekehrt. Ein oberflächlicher Scan zeigt, dass Sie gesund sind. Dann auf Wiedersehen. So. Okay. Die Sternenblüte. Nie gehört. So, wie sieht's mit Vlad aus? Oder Wladimir? Wladimir. Hab's nie bereut, aus dem Ruhestand gekommen zu sein. Die Constellation hält mich durch Rechtschaffenheit jung. Ja, also diese Kräfte, ziemlich cool, oder? Streckt den Verstand bis zum äußersten Ende. Cool ist das falsche Wort. Das war mein Hacker. Herzstoppend ist näher am Kern. So. Ich versuche nur, die Situation etwas entspannter zu sehen. Da klingt aber jemand eifersüchtig. Du wirst hoffentlich nicht sagen, dass es schlecht sein könnte. Ach, ich leg die Fehler dann nicht in dein Nest. Wenn man außerhalb von allem bekannten Verständnis der Dinge kampiert, einfach weiter lächeln. Jedenfalls werden wir es gemeinsam herausdüfteln. Artefakte sind Wundervulkane der Überraschung. Mhm. Okay, mehr habe ich nicht. Wir waren anders, Worte. Achso, jetzt sind sie alle hier, oder wie? Ja, jetzt sind sie alle hier, okay. So. Matteo! Ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang hierauf gewartet habe. Die Constellation, die Artefakte... Klingt das verrückt? Wie bist du eigentlich zu Constellation gekommen? Naja, es gab Überlappungen, was unsere Interessen angeht. Ich hatte jahrelang nach religiösen Relikten gesucht. Ich hatte etwas Unglaubliches entdeckt und an einen gierigen Konzern verloren. Also habe ich versucht, es zurückzustehlen und bin dabei Walter begegnet. Dem gehörte der Konzern zufällig. Wir haben gemerkt, dass wir viel gemeinsam haben und er hat mich in die Constellation eingeladen. Ah! Okay, und die Artefakte kamen alle aus Höhlen? Das zweite stammt von Kasaal. Vergraben, genau wie deines. Aber das erste? Das lag jahrelang direkt vor unserer Nase. Im Lager, als übergroßer Briefbeschwerer getarnt. Verrückt, oder? Die wohl größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte verstaubte einfach. Jetzt bin ich neugierig, wo Kasaal ist.
Nicht nur du. Kann man's die finden? Implikationen sind gewaltig. Wir wissen natürlich noch nicht sicher, aber es scheint wohl eine Verbindung zwischen den Tempeln und den Artefakten zu geben. Daraus würde dann folgen, dass jemand oder etwas sie erschaffen hat. Sowohl die Tempel als auch die Artefakte. Allein das ist gewaltig, oder? Wie du sagst, wir wissen noch nicht sicher. Das ist eine gewaltige Entdeckung. Wer von uns will jetzt Aliens sagen? Du hast es gesagt, nicht ich. Ich gebe zu, es ist eine Möglichkeit, aber nur eine von einer Million. So verlockend es ist, wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wie du sagst, wir wissen noch nicht sicher. Ich sage mir das ständig vor, ununterbrochen, wie ein Mantra. Sonst würde ich mir die wildesten Sachen ausmalen. Wir müssen uns auf unsere nächsten Schritte konzentrieren. Mehr Recherche, die Ergebnisse dokumentieren, keine voreiligen Schlüsse ziehen. So schwer es auch ist. Pass auf dich auf. Gut, dann quatschen wir mit Noelle einmal. Jetzt? Hallo? Wie war Neon? Ist alles in Ordnung? Wir wurden angegriffen. Zeit für eine Krisensitzung. Sind nur Orbit irgendwelche seltsamen Schiffe aufgetaucht? Nein. Du solltest dir dann die Daten meiner Schiffssensoren okay. ansehen. Okay, dann übertrage ich jetzt die Daten. Ich zeige es kurz hier auf dem Tisch. Auf dem Tisch? Ist das etwa ein Prototyp? Nein, das ist vollkommen unbekannt. Was zum... Kommt alle her, das müsst ihr sehen. Die waren doch alle dabei. Hallo, Sarah. Das gehört zu keiner Fraktion und nicht zur Crimson Fleet. Ist das vom Militär? Kein Admiral der United Colonies kennt so ein Design. Sie nennen sich die Sternenblüter. Sie wollten das Artefakt haben. Sie behandeln uns wie Kinder, die mit den Sachen ihrer Eltern spielen. Was wissen wir? Gibt es Splittergruppen, die so heißen? Nicht in dem besiedelten System. Vielleicht ist es eine entfernte Kolonie, die jetzt auf den Plan tritt. So wie Haus Varun? Das wage ich zu bezweifeln. Ist es nicht offensichtlich? Eine bislang unbekannte Gruppe, die über die Artefakte Bescheid weiß? Ich sage es einfach. Intelligente außerirdische Lebensformen. Oder extradimensionale Wesen. Die Schöpfer von den Rändern des Alls. Könnten es nicht sogar die Racheengel sein, die die Menschheit von den Früchten verbotenen Wissens abhalten wollen? Was? Es gibt also einige Thesen, aber nichts Konkretes. Wir wissen nur, dass sie die Artefakte wollen. Wenn nötig, mit Gewalt. Ich bin Sams Meinung, dieses Schiff könnte menschgemacht sein. Barrett könnte recht haben, die Artefakte stammen nicht von Menschen. Matthäus These gibt Sinn, sie traten wie himmlische Ritter auf. Ich würde da eher Sam zustimmen. Es könnte sein, dass das auch Menschen sind. Nur andere Menschen. Nur weil wir sie nicht kennen, müssen sie nicht fremd sein. Sie haben Schilde, einen Antrieb, ganz normal also. Ich verkack's bei die ganze Zeit ja bei deine Sarah. Kompetenz warum? Als Techniker nicht in Zweifel ziehen. Aber dieses Material habe ich noch nie gesehen. Aber ich könnte wetten, dass nicht nur die Schiffshülle, sondern auch das Artefakt daraus gemacht ist. Noel. Analysier die Daten von den Schiffssensoren. Ihre Gravitationswellen, die Scans ihrer Waffen, Schilde, alles. Bringen wir so viel wie möglich in Erfahrung, damit wir nicht mehr im Dunkeln tappen. Such auch nach Schwachstellen. Fürs Erste machen wir so weiter. Sammelt die Artefakte. Jetzt, wo wir nicht mehr die Einzigen sind, ist das noch wichtiger. Sehe ich auch so, der einzige Weg führt nach vorne. Da sollten sich alle für den Kampf wappnen, so schnell geben die nicht auf. Sollten wir nicht versuchen, die Sternblüter zu kontaktieren? Vielleicht wollen sie reden. Ja, komm, ich mach mal das. Machen wir weiter. Aber seien wir noch vorsichtiger. Dieses Rennen wollen wir nicht verlieren. Wladimir, hat das Auge schon was Neues entdeckt? Es glitzert wieder in der Dunkelheit. Fragt mich einfach nach den Koordinaten. In Ordnung. Viel Glück zusammen. Und seid vorsichtig.
Ja, okay. Dann haben wir eine neue. Achso. Artefaktsammlung. Nochmal 6500 Credits. Nice. Und jetzt nochmal einen mehr. Brauchst du etwas? Nee, gerade nicht. Ich könnte fast dich schlimmer erwischen als bei der Constellation. Ja, ich würde aber jetzt mal tatsächlich zu Sergeant Yumi gehen. Und nochmal die Quest hier aktivieren. Das machen wir mal aus. Kraft aus dem Jenseits. Ich wirb die Kraft auf Piazzi 4C. Lassen wir mal sein. So. Aktivitäten. Haben wir hier was aktiviert? Sprich mit Sergeant Yumi. Wir haben hier wieder so viele Aktivitäten. Machen wir ein paar davon wieder mal. Ja, kann ich helfen? Und Sarah soll mitkommen. Da freue ich mich drüber. Wenn Sarah mit dabei ist, dass sie dann mithilft. So, die anderen machen sich ja alle schon wieder auf den Weg zurück auf Schiff. Jetzt will ich aber wirklich wissen, was Sergeant Yumi jetzt für uns hat. Wie viel Kohle haben wir jetzt? Wie viel Geld? Wo sehe ich denn das? Wahrscheinlich hier. 126 Riesen. Ist schon mal ein bisschen was, ja. Müssten wir uns eigentlich mal ein vernünftiges Schiff kaufen? Ein zweites. Dann hätten wir vielleicht sogar daraus ein Transportschiff, das dann für uns von einem Raumhafen, sag ich jetzt mal, von einer Base zur anderen alles liefert. So, was hat Yumi jetzt für uns? Ah, mein Lieblings-Security-Officer in Teilzeit. Jo, moin Yumi. Seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Gut für die Moral. Gibt es noch Nachwirkungen des Zeromorph-Angriffs? Die gesamte Abteilung erholt sich noch davon. Ich eingeschlossen. In meinen Albträumen fällt sich mein Team immer noch gegenseitig in den Rücken. Dinge kann man ersetzen und Wunden heilen. Doch Vertrauen gewinnt man nicht so leicht zurück. Glücklicherweise haben wir eine gute Arbeitskultur und neue Rekruten, denen du ein Vorbild warst. Wir werden es schon überstehen. Okay, hast du Arbeit für mich? Habe ich. Dank dir ist der Weltraumhafen wieder in Betrieb. Das ist gut für den Handel. Aber auch für Schmuggler. Angeblich schleust jemand über den Weltraumhafen Schmuggelware nach New Atlantis. Dem müssen wir nachgehen. Ich kann mich für dich auf die Suche nach den Schmugglern machen. Wie schaffen es die Schmuggler, den Scans zu umgehen? Das interessiert mich. Von der Technik her sind die Schmuggler uns einen Schritt voraus. Das ist schon seit Hunderten von Jahren so. Sie benutzen moderne Abschirmungen oder Störsender, um den Check zu umgehen. Aber zum Glück ist gegen gute alte Detektivarbeit nach wie vor kein Kraut gewachsen. Okay, dann mache ich mich mal auf die Suche. Prima. Dann geh zu einem der Techniker bei Landeplatz B. Vielleicht ist denen was Verdächtiges aufgefallen. Hast du eine Spur, solltest du sie mit den Schiffsdaten bei Aegis abgleichen. Danach kannst du mir Bericht erstatten. So, weißt du noch mehr über diese Schiffsaufzeichnungen?
Erinnerst du dich an den Job für Agent Platon? Er hat uns ja noch einen Gefallen geschuldet. Ich habe ihn um die Namen aller Schiffe gebeten, die im letzten Monat etwas hätten schmuggeln können. Er meinte, er stellt dir ein Slate zur Verfügung. Und wo finde ich diese Raumhafentechniker? Sie sollten beim Landeplatz sein. Falls Sie nichts wissen, hör dich bei einem anderen Landeplatz um. Momentan haben wir keine brauchbare Spur. Aber falls jemand etwas sieht, hilft uns das weiter. Okay, dann machen wir uns... Jo, bis später. So, dann machen wir uns auf den Weg. So. Wir wissen zu schätzen. Ah, da vorne. Das weißt du nicht von mir. Aber die Ekliptik-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktionen. Freestar Collective und UC. Deswegen macht auch jeder einen großen Bogen um sie. Diese mordlustigen Arschlöcher. Ja. Die Ekliptiks, die kennen wir ja schon. Achso, quatschen wir erstmal mit dem hier. Okay, ja? Ich bin einem Schmuggler auf der Spur. Ich würde gerne wissen, ob du etwas Verdächtiges gesehen hast. Nicht wirklich. Bei meinem Job habe ich mit so vielen Schiffen zu tun, dass mir sowas nicht auffällt. Du hast also nichts gesehen. Klingt, als würdest du etwas verbergen. Ich arbeite bloß am Hafen, das ist alles. Ich hab nichts zu verbergen. Falls es dir nichts ausmacht, mach ich weiter. Und falls doch, dein Pech. Ich glaube, bei der haben sie verschissen. So. Hier nochmal. Hey. Ja? Jo. Genau dasselbe. Wie bei deinen Kollegen. Ich erzähle meinem Vorgesetzten ständig von diesem Frachtschiff. Ich dachte schon, der ignoriert mich einfach. Wie heißt das Schiff? Da liegt das Problem. Bei der Arbeit spielt für mich bloß die Freigabenummer eine Rolle, nicht der Name. War es UC 57, 6B? Jedenfalls war es ein Frachtschiff, falls das hilft. Was ist an dem Schiff verdächtig? Die Crew ging viel zu vorsichtig mit der Fracht um. Laut Ladeliste transportieren die bloß Kartoffeln. Keine Ahnung, was in diesen Kisten steckt, aber das bestimmt nicht. Okay. Okay, danke. Jo, ich danke dir. Und also sehr zerbrechliche Kartoffeln waren da drin, ne? Ja, das kenn ich schon. Zur Aegis müssen wir jetzt hin. So, dann gucken wir mal. Ah, Master Strip wieder, okay. Und wieder eine lange Reise. Irgendwann verlasse ich New Atlantis für immer. Stimmt, ihr wollt ja auch noch einen Kaffee vorbeibringen. Hä? Ganz schön tief. Sprich mit Sarah. Wo sind die jetzt hin? Da. Hast du kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Ja, ich wollte mit dir sprechen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Die Technologie der Sternenblüter ist unglaublich. Sie ist vollkommen unbegreiflich. Die Sache scheint dich ja richtig aufzuwühlen. Ich war nicht sonderlich beeindruckt. Komm zum Punkt und sag mir, wie ich mit ihnen fertig werde. Du bist also noch nie so etwas wie diesen Wesen begegnet. Natürlich nicht. Das ist niemand.
Hätte es schon jemals eine solch monumentale Begegnung gegeben, wüsste die Constellation alles darüber. Das versichere ich dir. Die Sache scheint dich ja richtig aufzufühlen. Ja, das mag wohl sein. Aber kannst du mir das verdenken? Dir ist klar, wie bedeutend diese Begegnung ist, oder? Die Menschheit hatte erstmals Kontakt zu einer mutmaßlichen Alien-Spezies. Einer Spezies, deren Technologie der unseren weit überlegen ist. Wir könnten so viel von ihnen lernen. Du klingst, als hättest du Angst. Ich glaube eher nicht, dass sie uns freiwillig etwas beibringen werden. Du klingst, als würdest du sie bewundern. Glaubst du, sie sind bereit, uns etwas beizubringen? Das ist eine gute Frage. Ihrem Verhalten nach zu urteilen, wohl eher nicht. Wenn wir etwas von den Sternenblütern lernen wollen, müssen wir die Initiative ergreifen. Du klingst, als würdest du sie bewundern. Ja, das tue ich auch. Mehr als du ahnst. Es kann kein Zufall sein, dass die Sternenblüter nach deinem Erlebnis in diesem Tempel aufgetaucht sind. Wir wissen, dass sie wegen der Artefakte hier sind. Aber was ist ihre wahre Motivation? Was verschweigen sie uns? Ich fürchte, sie sind hier, um uns zu zerstören. Es ist eine beunruhigende Vorstellung, dass sie Hintergedanken haben könnten. Ich hoffe, wir können zu einer Übereinkunft mit ihnen kommen. Das auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Aber es klang nicht, als wären sie bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Verdammt! Wir wissen zu wenig über die Sternenblüter. Welcher Spezies sie angehören, woher sie kommen, wieso sie unsere Sprache sprechen. Ich komme mir vor wie ein Kadett am ersten Tag auf einem Raumschiff. Ich habe endlos viele Fragen. Es sind eindeutig Aliens? Ich glaube, sie sind Engel. Ich glaube, sie sind zeitreisend. Ich mach mal das. Offensichtlich. Aber sie stammen nicht nur einfach von einer anderen Welt. Da steckt mehr dahinter. Allein ihr Name, Sternenblüter. Darin steckt gewiss eine verborgene Bedeutung. Etwas Altes. Vielleicht sogar etwas Uraltes. Wie dem auch sei. Ich kann dir versichern, dass die Constellation diesem Mysterium auf den Grund gehen wird. Die sollten alles tun, um mehr über diese Wesen in Erfahrung zu bringen. Wir haben es mit Dingen zu tun, die wir nicht verstehen. Da ist Vorsicht geboten. Was sie auch sind, wir sollten ihnen aus dem Weg gehen. Was glaubst du, warum sie sich Sternblütern? Komm, fragen wir trotzdem mal. Ich weiß es nicht genau. Wissenschaftlich gesehen tragen wir alle die Sterne im Blut. Die wichtigsten chemischen Bestandteile unseres Körpers, Kohlenstoff, Sauerstoff, Schwefel, entstehen auch bei internen stellaren Reaktionen. Wenn du diese Frage Matteo stellst, gibt er dir sicher eine deutlich theologischere Antwort. Aber hey, es ist ohnehin alles Spekulation. Na, alles Spekulatius hier, da... Ich würde das mit der Vorsicht mal versuchen. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Jede Erkundung geht immer mit einem Risiko einher. Ja, das ist klar. Wenn wir die Mysterien des Lebens weiterhin meiden, kommen wir als Spezies nicht voran. So. Du wirst dieses Mysterium sicher gründen. Ich will nur nicht, dass dir etwas geschieht. Oh, das ist ja süß. Komm, wir machen mal das. Es freut mich, dass du so denkst. Und keine Sorge, ich passe auf. Wir flirten mal ein bisschen mit dir. Weißt du, was komisch ist? Als kleines Mädchen lag ich immer auf dem Boden und habe zu den Sternen hinaufgesehen. Ich war überzeugt, sie bergen ein Geheimnis. Stundenlang lag ich stumm da, habe gelauscht, darauf gewartet, dass mir das Geheimnis ins Ohr geflüstert wird. Diese Begegnung mit den Sternenblütern ist dieser Augenblick. Die Sterne flüstern endlich und ich muss hören, was sie sagen. Wir bringen dich dorthin, versprochen, Flirten. Ich wüsste so einiges, was ich dir gerne ins Ohr flüstert. Komm, wir machen das. Ich fühle mich zwar geschmeichelt, dass du so über mich denkst, aber das ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort für so etwas. Na schade. Also dann, ich habe deine wertvolle Zeit lang genug vergeudet. Wenn du diesen Sternenblütern noch einmal begegnest, sei vorsichtig.
Ich würde ungern eines der wertvollsten Mitglieder der Constellation verlieren. Schade. Hätte ich bei ihr alle anderen Sachen da vorher richtig beantwortet, beziehungsweise so geantwortet, dass es ihr gefällt, hätte die dann jetzt anders reagiert drauf? So. Verteidigungsforschung medizinischer Dienst Aegis. Gehen wir mal dahin. So, mit dem Dude müssen wir quatschen. Hoffentlich willst du nichts melden. Ach, Platon! Heißt, du hast schon zu viel gesehen. Den Je kennen wir ja noch. Je weniger Leute sich ständig Gedanken über Aegis machen, desto einfacher ist mein Job. So, angeblich hast du eine Slate für mich. Ja, Captain. Sergeant Yumi meinte, du holst es ab. Das ist gutes Timing. Erst neulich hat mir ein Freund auf einer geheimen Sternenstation diese Liste mit potenziellen Schmugglern geschickt. Bitte sehr. Hoffentlich hilft sie dir, schließlich bin ich dir noch was schuldig. Jo. Wenn du die Info für eine Sternstation gedacht ist, helfen die Optionen hier auch? Geheime Sternstation? Ganz recht. Eine geheime Station mit streng geheimen Projekten, bla bla bla. Nichts, was dich momentan kümmern müsste, Captain. Okay. Wenn die Info für eine Sternstation gedacht ist, helfen die Aufzeichnungen hier auch? Ja, denn jedes Schiff auf dieser Liste fliegt über New Atlantis. Schließlich sind wir der größte Hafen hier in der Gegend. Wenn sie dort etwas geschmuggelt haben, dann tun sie das garantiert auch hier. Okay, mehr habe ich nicht. Halte die Augen offen. Ja. So, gut, dann, ich muss die Slate jetzt wahrscheinlich lesen, ne? Okay, suchen wir das mal. Adela Themes. Nee. Dracula haben wir noch. Omega, die letzten. Ja, potenziell Schmugglerschiffe hier. Schiff Jade Swan, UC-793A, Frachter Captain Huyon Dayu, Hauptfracht gemischt war. Schiff Claire de Lune, UC-887C, Frachter Captain Finnis Kimball, Hauptfracht Waffen. Schiff Izanagi, UC-996C, Frachter Captain Kazuhiro Sakaniwa, Hauptfracht Schiffsvorrät. Das war aber, glaube ich, der 793 Frachter. Hm? Erstattet Sergeant Yumi Bericht. Ja, gut. Netthaltestelle. Erzählen wir mal davon. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt hier weiter. Ja, okay. Ich habe endlich genug für eine Deimos gespart. Wow. Sehr intensives Gespräch. So, Raumhafen. Tschüss, Sarah. So. Und da. Mir hat ein Freund erzählt, dass er gehört. So. Mal gucken, was Sergeant Yumi jetzt dazu sagt. Wie läuft die Ermittlung? Was ist mit den Schmugglern? Ich habe Informationen über das Schiff. Ach ja? Und weißt du, wie es heißt? Ich melde mich später nochmal bei dir. Gut. Ich warte hier. Das war jetzt welches Schiff? So, Hier. Genau, die Anansi.
Kartoffelmüll, Pure Hydroponics. Der Verdächtige. Den ganz oben habe ich vergessen zu lesen. Ich habe nur die Anansi war das. Mit den verdächtigen Kartoffeln. Was ist mit den Schmugglern? Ach ja? Und weißt du, wie es heißt? Genau, Anansi. Captain Engels Schiff. Da hast du wohl voll ins Schwarze getroffen. Die Crew soll sich bereits häufiger auffällig verhalten haben. Aber nur weil man grob ist, muss man kein Verbrecher sein. Bist du sicher, dass es dieses Schiff ist? Ja, ich bin mir sicher. Der nächste Schritt wäre dann die Überprüfung der Fracht auf Schmuggelware. Und wie es scheint, ist die Anansi bereits bei Landeplatz B eingetroffen. So ein Glück. Ich werde das Schiff bis auf Weiteres festsetzen lassen. Deine Aufgabe ist, das Schiff nach illegalen Gütern zu durchsuchen und diese herzubringen. Falls sich die Crew zur Wehr setzt, weißt du, was zu tun ist. Viel Glück. Alle töten. Ja. Ja, okay. Gut, dann würde ich das aber in der nächsten Folge machen wollen. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.